Guten Morgen. Deutschland geriert sich als die moralische Instanz dieses Planeten mit ziemlich unangenehmer Hybris, wie ich finde. Und in Leuten wie Baerbock, Habeck und auch Scholz findet das einfach nur seine politische Entsprechung. Ja? Dieses Personal steht sinnbildlich für diese moralische Hybris. Ja. Politik ist ihrem Wesen nach aber pragmatisch. Ja. In der Politik, da geht es doch nicht um Moral oder sonst was, da geht es um reinen Pragmatismus. Wer das nicht versteht, wer etwas anderes sagt und womöglich sogar glaubt, ist für dieses Geschäft schlicht ungeeignet. Ja. Ungeeignet. Und ja, wir wissen ja, dass unser politisches Personal vielleicht nicht unbedingt das Beste ist oder das Geeignetste. Ja. Das ist nun mal der Ist-Zustand. Die globale Realität sieht natürlich vollkommen anders aus. Ja. Kein Schwein interessiert sich für irgendeine Moral und schon gar nicht für die Deutsche. Ja, die sind bestenfalls ein bisschen pikiert und verwundert. Ja. Was ist denn nur mit den Deutschen los? Irgendwie Dichter, Denker, Ingenieure und jetzt nur noch, ja, ich weiß auch nicht, Schwachköpfe, Vollidioten und Honks, die rund um die Uhr seltsames Zeug von sich geben, das niemanden interessiert, wirklich. Das ist vollkommener Quark, niemand interessiert das. Im Inland mag das ja noch verfangen, hier, ja, hier bei uns, weil wir haben ja auch den größten und teuersten Propagandaapparat aller Zeiten, anders kann man das gar nicht nennen und es ist genau die richtige Beschreibung für das, was wir hier haben. Aber im Ausland interessiert das kein Schwein, keine Sau interessiert sich für die deutsche Moral, wirklich niemand. Olaf Scholz, der große Vorsitzende, der hat ja jetzt eine Rede gehalten vor der UN-Vollversammlung. Ja, und es war eine Qual. Es war eine Qual. Haben Sie sich diese Rede angeschaut? Es ist wirklich eine Qual. Diese Schlaftablette von Mensch, ja, ohne das geringste Charisma. Es ist fast unerträglich, sich diese beinahe 20 Minuten anzuschauen. Sehr, sehr, sehr schwer. Also mal abgesehen vom Inhalt. Ne? Olaf Scholz. Nach der Abrisserscheinung einer Angela Merkel haben wir jetzt diesen Scholz, der Kraft seines Charakters, wie, als wäre er gecastet, ja, wie kein anderer den deutschen Niedergang verkörpert. Ja, es ist wirklich die fleischgewordene Demoralisierung, Depression in Menschengestalt, Olaf Scholz. Ja. Und vor der UNO-Vollversammlung hat er auch erstmal, klar, was sonst, rumgewinselt. Ne? Ja, wir Deutsche, wir sind so dankbar, überhaupt dabei sein zu dürfen. Weil wir ja so schuldig sind, ne? Schuldig sind wir, schuldig, schuldig, schuldig. Und dafür bezahlen wir dann jetzt auch. Hat er so einiges aufgezählt, was die Deutschen jetzt so alles bezahlen. Ja, wirklich, ja, vor der UNO-Vollversammlung. Was zahlt Deutschland denn alles? 6 Milliarden für Klima, ja, so globale Klimafinanzierung, 6 Milliarden, 300 Millionen für die Weltbank, ja, Finanzierung hier, Förderung da, wer will noch mal, wer hat noch nicht. Zweitgrößter Geldgeber der UNO sind wir natürlich auch, hat der Olaf ganz, ganz stolz vor der UNO-Vollversammlung erzählt, natürlich, ja. Deutschland ohne Rückgrat, ohne Selbstachtung, ja, und nicht in der Lage, für die eigenen Interessen einzustehen. Deutsche Interessen stehen nicht im Vordergrund. Das sagte Olaf Scholz, der deutsche Kanzler, vor der UNO-Vollversammlung. Seine Aufgabe ist es, deutsche Interessen wahrzunehmen. Ja, und während er so einen Quark erzählt, haut er dabei die Milliarden raus. Ja, mit einem dermaßen gelangweilten Gesicht und Gehabe, dass man eigentlich nur noch vor lauter Fassungslosigkeit, ja. Mann, ja. Vom Gewaltverbot hat er auch gesprochen, natürlich, ja, Gewaltverbot, ne? Souveränität der Staaten, Unverletzbarkeit von Grenzen, ne? Friedensgebot und. Über Armenien kein Wort, natürlich nicht. Ne? Nicht nur Selbstverleugnung, auch Heuchelei auf allerhöchstem Niveau. Ich kann Ihnen sagen, es war eine abstoßende Vorstellung, wirklich abstoßend, anders kann man das nicht mehr nennen. Abstoßend ist der einzig richtige Begriff für die Vorstellung des Olaf Scholz vor der UNO-Vollversammlung, ne? Kein Wunder, dass der Saal leer war. Ja, Olaf Scholz, ne, hat vor leeren Rängen gesprochen. Ja, niemand interessiert es, niemanden. Nicht das geringste Interesse an diesem Geschwafel. Und es wundert mich gar nicht. Ne? Niemand nimmt uns noch ernst. Wir sind Clowns. Clowns. Wir sind die Clowns, denen man unlängst erst die Pipelines gesprengt hat. Clowns. Und jetzt sind wir die Clowns, die so tun, als sei das nie geschehen. Um Gottes Willen, bloß nicht drüber reden, ja. Wir sind die Clowns, die genau deswegen gerade wirtschaftlich untergehen. Sang- und klanglos, ne. Aber wir halten vor der UNO.
hochmoralische Reden, ne, und versuchen die Welt zu belehren, was sie zu tun, zu lassen, zu denken, zu fühlen und überhaupt, wir wissen es besser. Aber es interessiert kein Schwein, ne? Wir sind Clowns. Ja. Und während wir da stehen und uns zum Nappel machen, hauen wir ganz stolz die letzten Milliarden raus, ja. Die moralische Instanz des Planeten ist ein Vollidiot. Ein veritabler Vollidiot. Und man könnte es nicht besser verkörpern als ja, mit Leuten wie Scholz, Habeck, Baerbock. Baerbock war auch da, natürlich, ne? Die saß da auch. Eine der wenigen in diesem riesigen Saal. Eine der ganz, ganz wenigen, Annalena Baerbock, wurde dann natürlich auch gezeigt mit ihrem typisch leicht dümmlichen Gesichtsausdruck, den auch die teuerste Visagistin der Welt nicht weggeschminkt bekommt. Natürlich nicht. Es gibt gewisse Grenzen. Wirklich, ich rate Ihnen, schauen Sie sich diese Rede an. Das ist wichtig. Ja. Auch wenn der Inhalt, den können Sie sich vergessen. Das Ganze ist aber so sinnbildlich für den Zustand und den Weg, den wir jetzt gehen. Ja. Schauen Sie sich das an. Dann werden Sie auch verstehen, was ich wirklich meine, wenn ich sage, vor uns liegt ein langes, tiefes Tal. Bis zum nächsten Mal.